So. So. Map. Upsa. Map aufmachen. So. Wo ist hier das nächste das Ding? Das nächste Ding wäre da oben, ne? Mal auch hier Nebenquests aus Versehen mitnehmen. Ach, dem Schicksal. Danke für alles. Ihr habt viel für euch. So, was haben wir hier? Hydras. Ihr könnt eine zusätzliche Hydra aktivieren. So viel Stuff, so viel Gold. Mal alles zerlegen. So, kein hundertprozentiges. Die beiden waren 100%, ne? 10 von 10, ja, und 35 von 35. Die behalten wir. Sind die Stadt, sind eigentlich die Portale zu den Leuten immer immer in jeder Stadt? Nur in den Gebietshauptstädten, okay. So, der nächste wäre Bollwerk von Korvala. To go. Wie lange bleiben wir noch? Ihr stinkt. Da war schön geplatzt. Einzigartiges Ding. Was haben wir hier? Ah, leider schlecht. Erhöht die Trefferchance.
Ey, das ist so schade. Behalten wir trotzdem einzigartig, sie ist einzigartig. Wo springen die immer hin? Was geht denn hier? Was ist das denn? Was ist hier? Ich bin noch nicht bereit. Ach, das ist ein Event. Habe ich erst gedacht. Das ging aber ab. Ja, ich glaube da hinten. Ah, ne. Geht's nicht weiter. Dann einfach mal vier abwechseln. So, befreit noch zwei Gefangene. Seid gesegnet. Natürlich auch sehr geil, dass wenn du Leute einfrierst, meine passiven Sachen da auch zählen. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ab zur Tribunalhalle.
Dritte Party, ey. Ich weiß halt wirklich nicht, ob sich auf Weltenstufe 3 die Dungeons lohnen. Oder ob wir die Dungeons vielleicht auf Weltenstufe 4 machen sollten. Vor allem gibt es auch halt, also es gibt besseren Loot und es gibt halt auch mehr XP, ne? Die Frage ist, was muss man machen, um schneller leveln zu können? Was ist der effektivste Weg so? Weil ich brauche 25 Level für Weltstufe 4. Das ist halt schon krass. Moin Moin. Ja. Albtraum Dungeons, stimmt. Ja, muss ich mich mal mit beschäftigen tatsächlich. Wo man die Albtraum Dungeons genau herbekommt. Ich bin glaube ich schon mal eine gelaufen, Albtraum Dungeon. Aber der war komplett solo. Tötet Leute und sammelt befleckten Schlüssel. Wir sind ja noch nicht fertig, ne? Hab ein paar Keys, wenn du möchtest. Ja, ich muss leider um 7 muss ich leider offline gehen. Aber generell können wir sehr gerne demnächst einmal Dungeons laufen. Ich habe gerade keine mehr, ne? Kann man die herstellen? Brauchst da nur einen oder den Key oder jeder in der Gruppe? Braucht da nur einer den Key? Ich glaube nur einer tatsächlich. Aber wir sind ja nicht fertig. In dem Dungeon, oder? Tötet Leutnant Trummeln. Sammelt befleckte Schlüssel. Also sind Albtraum-Dungeons die Sache, um Level 75 zu grinden? Also quasi die Qual der Wahl. Hier abgeht. Das müsste in der Gruppe funktionieren. Oh nein. Dieses beschissene Kackding, ne? Albtraum ist nicht der schnellste Weg. Normale Dungeon wie zum Beispiel Champions Demons geben in der 3er, 4er Gruppe die beste EP, wenn die Leute sich aufteilen. Da geht man einfach alles rein, nur die ganze Zeit. Ja. Okay,
Okay, also bestimmte Dungeons in der Vierergruppe, okay. Aber dafür brauchen wir auch erstmal 4 Leute, ne? Also, wenn ihr generell von 5 oder sagen wir 5:30 bis 7 Uhr online seid, ey, addet mich gerne. Dann können wir gerne zusammenlaufen. Weil das wird jetzt in den nächsten Wochen mein Ziel, auf Level 75 zu kommen. Um dann Weltstufe 4 zu erreichen. Also halten wir einfach mal fest, wir brauchen einen Albtraum-Dungeon, wir brauchen eine Gruppe und dann brauchen wir einfach schnelle Dungeons, schnelle Aufteilungen. Ich muss keine 75 haben, um W4 zu laufen, nicht? Ich dachte ab 75 erst. Die Mobs sind 73. Ja, aber die zerstören mich trotzdem momentan, oder? Wahrscheinlich zerlegen die mich komplett. Ich bin noch nicht bereit. Mal noch habe ich ein Mana-Problem. So, nutze den Fleckenschlüssel zur Öffnung des versiegelten Tores. Mit einem passablen Bild kannst du auf 60, 65 dort farmen. Okay, also wir brauchen Albtraum-Dungeon, wir brauchen eine Gruppe und wir brauchen bestimmte Dungeons, die man farmen kann. Ja, uns zieht aber gerade keine. Ich weiß halt, ich finde, ziehen ist halt immer so ein Thema, ne? Dann bist du zwar Weltstufe 4, aber dann bist du halt zerstört von den Gegnern. Ist auch nicht so geil. Okay. Bollwerk von Val. Abgeschlossen. Aber vielen Dank für die ganzen Tipps. Da wollen wir auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen unseren Account auf jeden Fall mal höher spielen. Weil das hier ist alles Gegenstand Stufe 600. Alles zu vernachlässigen. 699, das ist natürlich mega, mega mies. Manchmal ist es schlauer in W3 zu farmen, weil man einfach schneller als in W4 ist. True. So, wenn ihr knisternde Energie, bla bla bla, 12% ist kein 100er. Kein 100er. Sich gut zerlegen. Was haben wir hier? 600, nö. 7%, kein 100er. Den lasse ich mal und die beiden, das sind 100er, die wollen wir auf jeden Fall da rausziehen.
Aspekte lohnt sich wirklich nur immer 100 dazu behalten, ne? Alles andere zerlege ich. So, der hier ist 100. Der hier ist 90, der ist 100. Der ist 100. Und die hier sind alle nicht 100, ne? Boah, die kann man eigentlich wegschmeißen. Oh, der ist auch noch 100. Die hier sind alle nicht 100. Weil wir machen die mal in unsere Truhe, wer weiß, wofür wir die brauchen. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Morgen früh geht es da auf jeden Fall weiter. 7 bis... Ne, Quatsch, 5:30 bis 7 Uhr. Wir brauchen mehr Dungeon, wir brauchen mehr Loot, wir brauchen Abenteuer-Dungeon. Wir müssen einfach aufsteigen. Wenn wer morgen früh mitmachen will, sehr, sehr gerne. Ab 5:30 fahren wir Dungeons. Oder Albtraum-Dungeons. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen früh im nächsten Stream. Und dann hoffe ich auf weitere Tipps. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.